Ja, servus, willkommen. Ich bin bei der Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. So, da ist das große, doofe Sicht. Wir sehen hier wieder mal nichts. Okay. Schön, dass ihr vorrückt. Sicht 0-0. Okay. Das Problem hat sich erledigt. Ein weiteres Problem ist hier, dass da drinnen. Oh, dann gucken wir mal, ob wir hier an das Stationäre kommen, ja? Ich will den von da oben runterholen. Das ist auch passiert. Hallo? Oh, wie ist da hinten wieder einer am Werke? Beziehungsweise war am Werke. Der ist auch weg. Spannend ist jetzt, wie man das hier sichern soll. Irgendwann wären da nämlich auch sehr viele. Der Eier ist weg. Na komm, trau dich hinter deiner Kiste vor. Okay, danke schön. So, da fällt er um. Okay, da haben wir den nächsten Freund hier, der da hochrennt. Momentan sind wir deutlich besser unterwegs. Oh, wieder einen Jab. Das Gute ist, dass man von hier einigermaßen Sicht hat. Ich sehe gar nichts. Ich hoffe mal, ihr seht mehr. Weil ich werde das ja auf YouTube dann sowieso mal ein Stückchen heller drehen. Okay. Okay. Einer weniger. Durch die Kiste hindurch, das ist der große Vorteil. So. Das heißt, Munition ist alle. Das ist nicht gut. Dann rücke du mal vor. Okay, dann rennen wir mal, frage mal wohin. Okay, ich brauche definitiv Heilung, ich hänge fest. Das ist wieder Kacke. Das nervt mich persönlich immer mehr, wenn man dann drauf geht, weil man an irgendeiner Scheiße festhängt, weil man irgendwie was nicht sieht. So, also Glück geheilt. Und wir verkrümmen uns einmal hier runter. Zu ihr da. Auch wiederbelebt. Und wir sollten uns gucken, dass wir hier uns verkrümeln. So, genau dahin sollen wir. Dann werden wir da auch mal hinrennen. Bin unterwegs, hab ihn. So, wir sind da mal in Sicherheit. Ich glaube, du hast es geschafft. Und jetzt die Arschbacken zusammenkriegen.
aus Zoll einer wahren und ungebremsten Gerechtigkeit. So. Alter, da fliegt die Scheiße in die Luft. Verdammt, das ist amerikanisches Heldentum. Okay. Die globale Strategie der Eliten ist am Ende. Und jetzt wird's helle. Alle klar. Gut, da haben wir die Mission auch erledigt. Schicht im Schach. So, Kohle eingesammelt, Dynamit verbessert. So, was machen wir nun? Hier haben wir noch ein Schild zum Angucken. Blick aufs Schild geworfen. Okay, Base Jump. Neue Sprungorte entdeckt. Haben wir da noch alle bei Sam? Ne, Grace hängt irgendwo da hinten fest. Um die sollen wir vielleicht auch mal kümmern, weil die Scharfschützen ist doch ganz ungemein praktisch. Ich weiß gar nicht, wie weit habt ihr denn mit den ganzen Sidekicks überhaupt gespielt? Wäre mal interessant, schreibt es uns mal rein in die Kommentare. Und welcher euer Lieblings-Sidekick war? Momentan bin ich ja hier noch am Suchen und Experimentieren und Weg finden. Schön. Ihr Sektor hat diese alte Goldmine abgeriegelt. Klar, von mir aus. Wirklich seltsam, was einem durch den Kopf rauscht, wenn man unter Stress steht. Alles klar. Interessiert mich nicht. Können wir auch mal wieder. Bin gleich hinter dir. Wo geht's hin? Mir nachgeht's. Ja, die alte kriegt auch die Reihe mit dem Folgen. Ist mir dann auch Titte. Wer sich auf die Reihe kriegt, uns mehr nachzulaufen, der ist auch gar nicht geeignet für unser Team. Weil damit ist der zu sehr Matsche. So, unser Auto steht auch noch hier, das ist auch schön. Nichts ist schöner als Müll von jemandem zu nehmen. Was ist das für ein Dreck? Okay, Müll brennt ein bisschen. Okay, dann rast du mal hier lang, mein Freund. Wir steigen das schicke Auto hier ein. Und hoffen mal, Grace ist dann doch da. Wie wäre es mal mit einsteigen, Madame? Ich deck dich, Deputy. Okay. Vorsicht, wenn die Peggys uns auf. So, wir werden mal Blick auf die Map mal anstellen. Okay, mal Base Jump und sowas, das ist schön. Ach, mal. Boot. Wir haben ja noch das ganze Thema, die Feuerzeuge sammeln. Würde ich jetzt in dem Let's Play jetzt nicht machen, die Feuerzeuge sammeln, weil das wird einfach so viel. So. Und dann gibt es noch hier noch eine Mission. Die sollten wir auf alle Fälle angehen. Das ist die schicke Flugzeugmission. So, wo müssen wir denn hin? Wenn ich das richtig sehe, müssen wir wenden. Bremsen, ich steig aus. Okay, das steigt aus. Eben nicht. Pech! Wir haben gebremst, wir haben angehalten. Sie wollte dann doch nicht aussteigen. Okay, da liegt eine Kuh rum. Geht los. So. Was soll man da sagen? Schöne Tour. Vielleicht wird noch Hörte zum Angeln. Wir bleiben ehrlich. Okay. Irgendwelche Probleme hier, mein Freund, ja? Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Drüben bei der alten Radon-Mine läuft so ein scheiß Großstadtliberaler rum und brüllt den Leuten Befehle zu. Okay. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Okay, wir steigen wieder mal ein. Ich sag nichts dazu. Der hätte auch sitzen bleiben. Nein, wir steigen hinein. Besser, als du schießt. Nee, halt die Fresse. Okay. Aber wenn wir hier sind, hätten wir auch das Feuerzeug nehmen können. Naja, scheiß auf die Sammelobjekte, bringen uns jetzt sowieso nicht so viel weiter. Spannend wäre natürlich immer so Angelpunkt. Stör. Gibt es hier irgendwo einen schicken Angelpunkt? Ja.
war ein Witz. Den werden wir mal anwenden. Mal gucken, ob wir... Alter, fahr geradeaus. Da fängt er noch an rumzuballern. So, Vollgas Richtung Angelurlaub. Den haben wir uns verdient gehabt, da wollen wir sowieso hin. Der hat es auch hinter sich gehabt. Oh, läuft doch super. Das war knapp. Oh, zerstöre Eigentum von der Sekte. Okay, soviel zum Thema Zerstöre Eigentum von der Sekte. Ist er jetzt hier bei John völlig Banane, weil John ist tot, den juckt es nicht mehr. Geil, jetzt hab ich keine Lust, mich drum zu kümmern. Ich will angeln gehen. Das erzähle ich schon seit Folgen. Da erzähle ich schon seit Folgen, dass wir angeln gehen wollen. Jetzt haben wir mal die Zeit. Jetzt fahren wir zum Angelurlaub. Ich weiß nur nicht, ob das was wird. Nur ein paar blaue Flecken diesmal. So, ringsrum, ja. Immer schön, wenn man sieht, wie das Anbremsen, ja, Handbremse, Gegenlenken und rum. Weil ein Bilderbuch trifft um die Kurve. Oh. Da auch schön rum um die Kurve hier. Schön, wenn man das Ganze befreit hätte und nichts mehr los ist. Ich glaube, wir hatten Glück. Nee, Glück nicht. Wir waren einfach Pro am Werk. Und zwar wir waren die Pros. Okay, da steht lustig geparkt. Und aufstellen. Was haben die denn hier gefressen eigentlich? Genau, ein Bissöl. So, Zeit zum Angeln. Wir werden jetzt entspannen. Oder? So. Du, ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Dann erzähl mal. Deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Okay. Und brauchen wir nicht dringend Frieden in diesen Zeiten? Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn, mal einen Moment für sich zu haben, ist genau gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber Ali, das klar ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Ja, dann statte mich mal aus. Und zwar, Beute mal verkaufen. Haben wir nichts. Munition, Beute, so Gegenstände. Haben wir hier den Köder? Dann haben wir eine Schaufel. Was ist das hier eigentlich? Karte von Madness Comics. Eigentlich haben wir die Kohle für da. Dann haben wir die Feuerzeuge gehabt. Naja, kaufen wir mal. Sind wir noch nicht so. So. Haben wir auch die Karte gekauft. Munition wäre auch super, wenn wir da was mitnehmen hier können. Was ich noch nicht gefunden habe, wo ich halt die Köder kaufen kann. Sonstiges. Ich sehe ja keine Köder. Angelrutenausrüstung. Natürliche Angel. Feuerrate, Handhabung. Das ist ja genau das Richtige. Die sollten wir auf jeden Fall kaufen. Weil wir als alte Pro-Angler brauchen so ein Gerät. So. Eine bessere Angel gekauft. So, jetzt müssen wir mal. Wenn du mal fliegen willst, dann melde dich bei Nick. Eine gute Seele. Der gibt dir sein letztes Hemd. Okay. Nick sind echt in Ordnung. Schön, dass du dich hier wieder blicken lässt. Ja, verkrümel dich. Ich will jetzt angeln. So. So. Ich sehe bloß nichts. Mit den Armen kannst du sicher gut auswerfen. Mal gucken, ob er...
Ja, aber uns fehlt ja immer noch der erste Erfolg, dass wir einen Fisch fangen. Kugeln, Kaffee, mehr brauche ich nicht. So, wir sind dabei. Geduld. Große Fische kommen zu dem, der wartet. Genau. Wir sind aber gerade beim Einholen. Der Fisch ist direkt vor der Tür. Wird bestimmt wahnsinnig kleiner, niedlicher sein. Also mal am Einholen, ja. Das ist schön, dass du gute Sachen hast. Ich habe gerade einen Fisch am Haken. Man muss das Beste aus dem machen, was man hat. So läuft das nun mal. Und wir sind verdammt. Und wie kriege ich jetzt den Fisch? Wenn du meinst. Und hast du in letzter Zeit was Schönes gefangen? Nee, ich bin gerade dabei, ihn zu fangen. Ja, gerade dabei gegenzuhalten. Ja, wir haben Fische gefangen. Wir haben unseren ersten Fischi gefangen. Fischi gefangen. Weißt du, super war. Gleich nochmal. Du kannst den Fisch im Geschäft verkaufen, das ist schön. Dreh mal die Lautstärke runter. Der Feind hat Ohr. So, Herausforderung abgeschlossen. Gefangen eine Stierforelle. Ja, super. Wir versuchen mal nochmal unser Glück. Wahrscheinlich gibt es Achievement, wenn man von jeder Art Fisch eingefangen hat. Fischfett ist sehr gesund. Aber wir haben den ersten Fisch gefangen. Das ist auch schön. Muss man auch gefeiert werden. Naja, jeder hat seine Meinung. Die holen wir den mal ran, ja? Ja, ein Stierforelle. Stand da gleich neben mir. Und noch eine. Oh, die ist sogar größer als die andere. Jo. Immer schön einem Angler zu begegnen. Das ist schön. Einer geht noch, alle guten Dinge sind drei. Mal hier drüben unser Glück versuchen. Oh, hat er schon mal wieder ein bisschen. Da haben wir gleich was zu kaufen. Wir waren gespannt, wie Kohle es gibt. Oh, nee, nicht bloß 3,50 Dollar, weil das ist auch kacke. Okay, ziehen wir mal hier an, ja. Und noch ein. Und wie groß ist er diesmal? Ja, war der kleinere. Ah, wir haben drei Fische gefangen. Den plündern wir auch. So, und wir können weiterziehen. So. Muss man ja mal zugute tun, wir haben einen Fisch gefangen. So, jetzt können wir weiterfahren. Wir wollen ja irgendwo hin. Um Zeug zu verkaufen. Da ist zum Beispiel auch einer. Den können wir auch voll quatschen. Der kauft bestimmt Fischis. Hallo Meister. Genau, hier. Beute verkaufen. Wir haben Fische zu verkaufen. 500 Dollar. 100 Dollar. Was für ein Riesenverkauf. So. Schnellverkauf. Verkaufen wir mal alle, aber wir sind 200 Dollar. Aber dann den ganzen Aufwand nicht gelohnt. Was hast du als Specials? Ja, die Angelruten Hammer. Flammenwerfer nutzen wir nicht so. Dann können wir bei den Pistolen reingucken. Da haben wir ja das Problem, wir haben einen komischen Revolver am Hals gerade. Gibt es irgendwas Spannenderes? Die haben wir noch. Damit rein. Das passt schon so. Schrotflinte wäre ja auch super. Im Besitz, wie schaut's eigentlich, haben wir auch. Genauigkeit ist Banane. Dann vergleichen wir die beiden, die sind eigentlich identisch. Vielleicht nur die moderne Ausführung. Kaufen wir die einfach mal. Und modifizieren die mal. Nicht.
können wir uns eher als nicht leisten. So. Du siehst aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Ja, das kann ich wohl. Und ja, mal. Damals mal drei Waffen mit. Eins und. So. Einsteigen wir. Wir fahren weiter. Aber nicht mehr heute, weil die Zeit ist rum, denn das war's mit Let's Play Far Cry, Far Cry 5. Und wir haben geangelt. Das ist doch ein Highlight. Wir haben geangelt. Wer auch noch andere coole Jagd- und Angelbilder sehen will, der sollte mir folgen auf Instagram. Okay, es gibt keine Angel- und Jagdbilder, aber dennoch folgt mir auf Instagram. Da gibt es sicherlich das eine oder andere lustige, spannende Fotos auch oder mal was in der Story. Wer Bock auf sowas hat, kennt das nun. So, bis dahin. Ich bin Mac Murago und sag Servus und Ade.